Oh, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Zimmer 666. Wandernde Lampe. Er kennt sie nicht. Kommt die jetzt mit? Ja. Unser treuer Gefährte. Wir haben einen. Die Wände. Wenn hier jetzt noch einer wohnt, ich wollte schon sagen, wenn der jetzt antwortet, dann muss der echt krank im Kopf sein. Das passiert eigentlich, wenn wir in die Richtung gehen. Nix, gut. Hätte ja sein können. George Orwell. Alter. Was geht in seinem Kopf ab? Fängt die ganze Welt hier so an. Was? Fuck. Was war das denn? Einfach so ein random Fuck mit Scare Jump. Okay, da geht's weiter. Wie sieht's hier aus? Tentakel da unten, das ist sehr einladend. Wen haben wir denn da? Pavel. Pavel Code, das ist ja auch ein netter Name. Shit happens. Oh, den Hammer, können wir den nicht mitnehmen? Kann ich wenigstens um mich schlagen. Dein X nicht weiter, ne. Jetzt schon ein bisschen einladender. Zimmer 0. Keiner da. Ja. Guten Tag. Das war klar. So. Dann hacken wir. Gucken, ob wir durchkommen.
Nein, er möchte zwei Zahlen haben. Und die Umgebung hat sich wieder geändert, ja. Oh. Lass mich doch mal erstmal diese Dame angucken. Die sieht cool aus. Hier werde ich ihn jetzt scannen können, von daher lasse ich das erstmal. Okay, warte mal, ich guck mal kurz, ob ich da hinten auch lang kann. Aber bestimmt nicht, nein. Das sieht aber auch cool aus. Was haben wir da mit dem Hotel? Restaurant? Die Außenwelt? Ah, okay. Das lasse ich mal unkommentiert. Das ist, okay. Ja, so heiße ich. Oh Gott, wenn ich da draufklicke, dann kommt doch hier hinter irgendwas total Widerliches. Geht's da lang? Nein. Geht's da lang? Nein. Ja, ja, ich mache jetzt schon. Da kommt jetzt irgend so ein ekelhaftes Tentakelmonster beim Wenden. Das ist eine eindeutige Nachricht. Unsere Frau steht auf 69. Wie kann man dazu noch Nein sagen, ne? Aber hier geht's nicht mehr. Dann kann ich nochmal drücken. Nein. Kann ich da was machen? Nein. Interessanter Club. Nichts für mich in dem Sinne jetzt, zumindest nicht mit solchen komischen Gestalten, aber ja, gut, lassen wir es dabei. So, das war's jetzt mir nicht. Hat sich hier oben jetzt was geändert? Oh ja. Die Leutchen sind weg. Ups. Warte mal, 69? Ah. Alter! Knall doch nicht die Türen so zu, Mensch!
Das ist mir gerade ein bisschen zu ruhig hier. Hätte ich doch bloß nichts gesagt und die Ruhe genossen. Hey PD, I need to ask you some questions. Your voice down. He'll hear you. Who will? The one of many shapes. We don't speak his name. Does he live around here? Below. He lurks below. Only comes out to hunt. How do I find him? You don't. He finds you. He always gets his prey. What are you talking about? No! I've already said too much! Alter, wie die wieder auch einfach eine Befragung hier unten im Nirgendwo macht, als wäre es ein ganz normaler Hausbesuch. So. Einfach mal eine Haustür klingeln. I won't let him hurt you, if you work with me. I can't. I'm sorry. He'll know. How? He's coming! He's coming! Okay, da war das Game Over, was ich gesagt habe. Scheiße. Wie soll ich den... Achso, ach ja, ich hätte mich nur noch mal umgucken müssen. Los, geh durch. Hey, Foggy. In Forest. Hier war doch eben noch ein Reh. Ja, damit herzlich willkommen bei Limbo. Ho. Warte mal, hier war ein Fahrrad. Da. Das Fahrrad ist ganz schön groß. Zeigt es mir vielleicht den Weg? Ich kann nicht mehr sprinten. Also da ist es hell, da ist es... Ich dachte gerade, ich hätte was... Da ist noch ein Fahrrad. Ich muss bestimmt ins Licht. Schon viele Fahrräder hier. Okay, ich muss scheinbar nicht ins Licht, weil das Fahrrad kommt immer wieder. Dann gehen wir nochmal da lang. Hier fehlt ein Baum in der Reihe. Da ist wieder das Fahrrad. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder so ein Logikrätsel und ich bin so, irgendwie muss ich direkt an Limbo denken.
Ich weiß, eben war hier noch ein, also vorhin, als wir reinkamen in den Wald, war noch ein weißes Reh hier, aber leider habe ich mich umgeguckt und das Reh aus den Augen verloren. Da war doch was. Ha, aber da können wir noch reingucken. Finde einen Ausgang. Mal gucken. Was steht denn da? Im Nebel versinkende Bäume, soweit das Auge reicht. Spielt mir mein Verstand schon wieder Streiche oder ist das eine Art Falle? Meine forensische Sicht könnte mir helfen. Ach, guck mal. Da wären wir jetzt gar nicht so drauf gekommen. Die Frage ist, welches davon ist die forensische Sicht? Ah.